Heute spreche ich mit Christian Dietrich Opitz über das Thema Schutz und Neutralisieren von Elektrosmog. Viel Spaß dabei! Hallo Herr Dietrich Opitz, vielen Dank fürs virtuelle Kommen. Ja, sehr gerne. Danke für die Gelegenheit, dabei zu sein. Klasse, ich hatte es gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, ne? Ich bin ja wirklich schon, oder ich kenne Sie schon relativ lange, auch Ihre Arbeit, und freue mich da ganz besonders auf das Interview auch heute. Wir haben uns ja rausgesucht, Schutz und Neutralisieren von Elektrosmog als Thema. Und darum soll es heute gehen, ne? Im Interview. Für die Leute, die Sie vielleicht noch nicht kennen, können Sie sich einfach mal der Lebenskraft Pur Gemeinschaft kurz vorstellen. Was machen Sie? Was treibt Sie an? Was ist Ihre Mission? Ja, was mich antreibt, ist der Umstand, dass ich aufgrund von gesundheitlichen Problemen, körperlich und psychisch, schon in meiner Jugend einfach nicht die Möglichkeit hatte, mit ein wenig Information oder mit ein wenig Ernährungsumstellung oder etwas in diesem Bereich wirklich gesund und glücklich und zufrieden zu sein. Und so bin ich Dingen auf den Grund gegangen. Ich habe also autodidaktisch Naturwissenschaften studiert, verschiedene Systeme der Naturkunde, der Ernährungslehre und auch traditionelle Systeme der Gesundheitspflege und der Bewusstseinsschulung, also Yoga, Qigong, Neigong, innere Kampfkunst. Und was mich nun antreibt in meiner Arbeit, ist, dass es so immense wirksame Synergien gibt von Wissen, die, wenn sie zusammenkommen, es den Menschen ermöglichen, mit realistischem Aufwand, auch in dieser modernen, verrückten Welt, ein wirklich gutes, gesundes Leben mit einer sehr guten Grundlage leben zu können. Und das zu teilen, erscheint mir sehr sinnvoll, macht große Freude, und deswegen bin ich auch heute hier in diesem Gespräch. Klasse, klasse. Vielen, vielen Dank. Ja. Wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung und Technologisierung. Das wird ja immer mehr, was natürlich auch Elektrosmog zur Folge hat. Was versteht man denn so grundsätzlich unter Elektrosmog und welchen Einfluss hat der auf unser Wohlbefinden, ganz einfach gesagt? Ja, also technische Elektrizität ist ja etwas sehr Junges in der Geschichte der Menschheit. Gibt es im Grunde seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die erste große technische Erneuerung des menschlichen Lebens durch Elektrizität kam durch die Telegrafie ab 1839 und dann vor allen Dingen durch die Einführung des Haushaltsstroms 1889. Und bis dahin hat sich alles biologische Leben auf der Erde entwickelt in einem elektrischen und elektromagnetischen Umfeld von Gleichstrom. Es gibt in der Natur nur Gleichstrom. Unser Körper ist eine große biologische Gleichstrombatterie, bestehend aus sehr vielen kleinen Batterien. Jede Zelle ist im Grunde genommen eine Gleichstrombatterie. Jeder Stoffwechselprozess ist eine elektrische Ladungsverschiebung. Die einzigen Substanzen, die einzigen Elemente im Periodensystem, die keine elektrischen Ladungsverschiebungen durchführen können, sind die Edelgase, und die wären für kein Lebewesen ein Nährstoff. Die interagieren nicht, also haben sie auch nicht direkt an Lebensprozessen teil. Und wenn elektrische Ladungsverschiebung Stoffwechsel ist, dann ist Elektromagnetik das, was Stoffwechsel steuert, was organisiert, was ihn möglich macht, was überhaupt erst die Energie auch gibt dafür, dass Leben möglich ist, so wie Sonnenlicht und die Hintergrundstrahlung aus dem Kosmos und das Erdmagnetfeld. Und in diesem Wechselspiel dieser wichtigen elektromagnetischen Kräfte hat sich Leben entwickelt. Und nun hat technische Elektrizität zwei Besonderheiten, die es so in der Natur nicht gibt. Zum einen ist die allermeiste technische Elektrizität seit Nikolai Teslas Erfindung des Polyphasengenerators 1888 auf Wechselstrom basierend. Die Pole wechseln. Das kommt in der Natur nicht vor. Und wenn elektromagnetische Felder, Wellen aus einer Wechselstromquelle auf unsere Körper treffen, auf lebende Organismen treffen, dann führt das zu einer ganz erheblichen Irritation, denn solche Wellen tragen in sich eine Charakteristik, die es in der Natur nicht gibt. Der andere Unterschied ist der, dass natürliche Elektrizität mit sehr geringen Stärken auskommt.
Ein schönes Beispiel ist unsere Haut. Die hat im Durchschnitt, kann man sagen, 1 Millivolt Spannung und ein Akupunkturpunkt, der hat 5 Millivolt Spannung. Akupunkturmeridiane sind aus Sicht der westlichen Wissenschaft Bahnen von geringerem elektrischen Widerstand, erhöhter Leitfähigkeit und erfließen Elektronen. Eine Korrelation dieses Begriffs Qi in der chinesischen Medizin oder Prana im Ayurveda oder Yoga, das ist Elektronenfluss, freie Elektronen. Nun sind für das Funktionieren der Meridiane gerade mal diese 5 Millivolt notwendig. Allein aus unserer Steckdose kommen 220 Volt. Ja? In einem elektrischen Umschlagewerk haben wir 400 Kilovolt. Solche Stromstärken existieren nicht in der Natur. Also die einzige massive Stromstärke in der Natur ist ein Blitz. Und auch wenn 100 Blitzschläge pro Sekunde auf die Erde treffen, sind wir normalerweise damit nicht in Kontakt. Und wenn, hat es ja auch ungute Folgen. Aber generell arbeitet die Natur einfach mit vergleichsweise sehr geringen Stromstärken. Und wir haben nun ein Umfeld geschaffen in den letzten 170 Jahren, in dem wir heute überall permanent präsent haben, dass da elektromagnetische Wellen auf uns treffen, die aus Wechselstrom kommen. Und was die Quantität angeht, da lasse ich die Menschen immer gerne raten, um wie viel hat das wohl zugenommen in den letzten 100 Jahren? Also rein von 1920 bis jetzt. Schon 1920 gab es ja einiges an Strom. Aber von 1920 bis jetzt, um wie viel hat die Elektromagnetik in unserem Lebensumfeld aus technischen Quellen seitdem zugenommen? Kann man sich mal überlegen, was würde man da schätzen? Ja, kurz mental notieren. Und die realistische Zahl ist um das 1-Trilliardenfache. Das ist eine Zahl mit 18 Nullen. Mit der hat man normalerweise nur was zu tun, wenn man Astrophysiker ist, ja, oder vielleicht Mathematiker. Das ist eine Zahl, die uns nicht häufig begegnet. Da nun alles in unserem Leben, was Lebendigkeit ausmacht, Elektrizität ist, die elektromagnetisch organisiert wird, hat das dramatische Folgen. Und was diesen irritierenden Effekt von wechselstrombasierten elektromagnetischen Wellen angeht, ein sehr konkretes Beispiel. Es wurde ja früher immer gesagt, naja, das ist ja nicht so schlimm mit elektromagnetischen Wellen von Handymasten und so weiter, denn das ist ja nicht so wie die ionisierende Strahlung, die radioaktive Strahlung, alles im Frequenzspektrum ab Röntgen aufwärts. Na, es gibt ja so ein großes Spektrum der elektromagnetischen Wellen von den ELFs, Extremely Low Frequencies, die so durch die Erde zum Beispiel pulsen. Und ab den Röntgenstrahlen spricht man von ionisierenden Strahlen. Das geht dann bis Gamma, bis an die höchsten Frequenzen, die wir kennen. Röntgenstrahlen und alles ab da aufwärts können, wenn man eine Lösung von Molekülen im Reagenzglas hat, dort direkt freie Radikale produzieren. Die reißen Elektronen von den Molekülen runter. Und das ist dann ionisierende Strahlung. Da entstehen Ionen oder eben freie Radikale. Und nun wurde früher immer gesagt, sowas wie Handymast oder eben unsere Elektrogeräte, die produzieren das ja nicht. Deswegen sind wir auf der sicheren Seite. Bis man dann herausfand, dass wir ja keine Reagenzgläser sind mit Lösungen drin. Wir haben Zellen. Und es gibt in unseren Zellen die spannungsgesteuerten Ionenkanäle. Und die werden nun durch elektromagnetische Wellen aus technischen Geräten geöffnet. Und dadurch strömen in einer Sekunde bis zu 5 Millionen Calcium-Ionen in eine Zelle, die da nicht hingehören. Calcium ist ein essentieller Nährstoff, aber es ist wichtig, wo er sich befindet. Und in der Zelle schafft zu viel Calcium eine Kaskadenreaktion, die zu freien Radikalen führt. Und am Ende hat man genau die gleichen freien Radikale, die durch Röntgenstrahlen, durch Gammastrahlen, durch Radioaktivität direkt entstehen. Mit einer Verzögerung von 1 bis 2 Sekunden. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, das, was Elektrosmog mit uns zellulär macht, ist exakt das Gleiche, was radioaktive Niedrigstrahlung mit uns macht. Also Strahlung, die so dosiert ist, dass man sie überleben kann oder nicht sofort an Krebs stirbt innerhalb von einer kurzer Zeit. Es gibt keinen Unterschied. Das Handy, der Handymast, der PC, Bluetooth, der Smart Meter, das E-Auto, diese starken Quellen
von elektromagnetischer Strahlung, von Elektrosmog, ja, wo dieses Smog-Wort wirklich zu Recht benutzt wird, passt, hat die gleiche Wirkung wie Radioaktivität. Und im Grunde genommen erinnert diese sorglose Einführung und der immer weitere Ausbau von Mobilfunk und jetzt von 5G und dieses verklärte Bild von Fortschritt und wie viele Vorteile das für unser Leben hat und die Ignoranz der Folgen sehr stark an die Einführung der Kernkraft. Ich erinnere mal daran, dass in den 50er Jahren die Utopie von Wissenschaftlern und Regierungen postuliert wurde, dass im Jahr 2000 wir Frieden auf Erden haben und keinen Hunger mehr, weil jedes Dorf einen Atomreaktor hat und Energie praktisch kostenlos ist. 1957 hat Disney einen Kinderfilm dazu produziert, Dein Freund das Atom, mit der Beratung von führenden wissenschaftlichen Beratern der Eisenhower-Regierung. In diesem Film wurde genau dieses Szenario verkündet. Und wer da Zweifel dran hatte, war ein unverbesserlicher Demagoge, Zitat Franz Josef Strauß, oder ein hoffnungsloser Ignorant. Nun ja, und das Gleiche haben wir heute wieder. Ja, da wird etwas versprochen von technischem Fortschritt, wo ich mich frage, exakt wozu brauchen wir auch noch 5G? Haben wir wirklich einen Mangel an schnell verfügbaren Informationen? Ist das der große Leidensdruck, den Menschen heute haben, dass sie den HD-Film nicht in einer Zehntelsekunde runterladen können oder irgendwelche anderen Defizite an schnell verfügbaren Daten? Nun, das kann man ja mal überlegen. Auf jeden Fall ist diese massive Präsenz elektromagnetischer Wellen aus Wechselstromquellen ein gigantisches Gesundheitsproblem. Es gibt viele Krankheiten, die es vor Einführung der technischen Elektrizität kaum oder gar nicht gab. Das wird gerne oft übersehen. Und es heißt ja auch gerne heutzutage, ja, schau doch mal, gesundheitlich ist doch nicht wirklich so schlimm, denn aufgrund der Fortschritte der Medizin werden wir ja immer älter. Höheres Lebensalter kann ein Strahlenschaden sein. Es gibt mehrere hundert Tierversuche, die Folgendes aufzeigen. Nimmt man Populationen eines Tieres mit identischen Lebensbedingungen, mit einer Ausnahme, eine Gruppe wird bestrahlt. Und das ist völlig egal, ob man den WLAN-Router nimmt oder Röntgenstrahlen, ja, weil die Wirkung zellulär gleich ist. Dann wird die bestrahlte Gruppe der Tiere chronisch krank sein. Sie werden Autoimmunerkrankungen haben. Sie werden in der Natur auch nicht lebensfähig. Aber wenn sie gefüttert werden und nicht vor Fressfeinden fliehen müssen, dann geht das. Und dann sind sie chronisch krank. Sie haben Arthritis. Sie haben alles Mögliche. Sie haben neurologische Erkrankungen. Aber sie leben 10-30% länger, weil sich ihr Knochenmark entzündet, weil es Stammzellen überproduziert, die sind alle schadhaft, aber man kann damit länger leben. Und der andere Grund dafür ist der, dass wir eine natürliche Grenze haben in unserer Lebensspanne durch die 50 Zellteilungen, die sogenannte Hayflick-Grenze. Leo Hayflick 1961 hat das etabliert. Und die schlimmste Strahlenkrankheit, die es gibt, ist Krebs, das ist ungehemmte Zellteilung. Und wenn man jetzt nicht gerade Krebs kriegt von elektromagnetischer Strahlung, das kriegen ja zum Glück nur wenige Leute, dann hat man vielleicht eine Ausdehnung dieses Limits auf 60 Zellteile. Und dann sind die Zellen schadhaft, aber man lebt länger. Und das ist genau die Situation der heutigen Gesellschaft. Alle werden uralt und jeder wird ein Pflegefall. Mhm. Ja? Warum waren früher so viel mehr Leute im hohen Alter in ihren Häusern, in ihren Wohnungen und sind dann halt gestorben, vielleicht mit 80 und nicht heute mit, wie heute mit 90. Aber dass fast jeder dement wird, dass fast jeder einen hohen Pflegegrad hat, dass man so viele Leute mit Rollator sieht, also das ist neu. Ist das bessere Gesundheit? Ich glaube, nein. Und das ist eine der Entwicklungen, bei denen eben auch die Strahlenschäden durch Fehlinterpretation unsichtbar gemacht werden, dass diese armen, kranken, alten Menschen nicht sterben können, die in vielen Fällen ja auch nicht mehr unbedingt leben wollen, weil es ihnen wirklich furchtbar schlecht geht und sie leben und leben und leben weiter. Das ist ein Strahlenschaden. Das hat nichts mit besserer Gesundheit zu tun.
Also die Folgen sind sehr, sehr, sehr zahlreich. Auf chronische Krankheiten, Diabetes Typ 2 gibt es erst seit es Elektrizität gibt. Man kann sich die Dokumentation der Medizin früher anschauen. Es gab früher nur Diabetes Typ 1. Typ 2 ist neu seit Ende des 19. Jahrhunderts. Gab es vor der Elektrizität nicht. Man kann das auch sehr stark in Korrelation setzen aufgrund der Daten, die man hat an indianischen Reservaten in den USA, dass Diabetes da immer ausbrach, wenn die ans Stromnetz angeschlossen wurden, weil das in den Reservaten sehr viel später passierte als im übrigen Amerika. Grippe war vor der Elektrizität eine Krankheit, die kam alle 10 bis 15 Jahre. Jährliche Grippe haben wir exakt seit 1889, seit es elektrischen Strom gibt. Die Folgen auf die Gesundheit und auf die Psyche von Menschen sind immens und sehr vielschichtig. Wahnsinnig spannende Informationen. War mir tatsächlich auch nicht klar, dass das auch das Leben verlängern kann. Also das ist ja super spannend. Jetzt haben wir sehr viel gesehen, dass es hier Probleme gibt, klar erkennbar. Wie kann man sich denn auch dahingehend, dass wir auch immer mehr flächendeckend 5G auch kriegen, wie können wir uns davor schützen, beziehungsweise die vielleicht auch neutralisieren, wenn das das richtige Wort an der Stelle ist? Ja, das ist eine wirklich sehr wichtige Frage und der gehe ich seit 1994 nach. Ich habe mir wirklich alles angeschaut, was zu diesem Thema weltweit angeboten wird. Ich habe mehr als 700 verschiedene Hersteller kennengelernt von Produkten, die angeboten werden mit der Aussage, sie schützen vor Elektrosmog. Und es gibt zwei wesentliche Wirkungsprinzipien, die bis vor kurzem angeboten wurden. Da gibt es natürlich zum einen das Abschirmen. Da kann man sich Baldachine übers Bett hängen und da kann man mit Graphitfarbe das Zimmer streichen und dann kann man Shirts tragen mit Silber-Ionenfäden und so weiter. Manchmal erleben Menschen das erstmal als erleichternd, wenn sie dann wieder schlafen können unter so einem Baldachin. Aber langfristig ist es keine Lösung, denn wenn Leute versuchen, sich abzuschirmen, dann wird es etwas schwierig, wenn man rausgeht in die Welt, wenn man einen normalen Arbeitsplatz hat, wenn man irgendwo hingehen will, zum einen. Zum anderen ist das Problem, dass wenn Menschen mal so eine Pause haben von elektromagnetischer Strahlung und dann sind sie der wieder brachial ausgesetzt, dann ist es so, dass in diesen Pausen, wenn sie dann zu Hause in ihren abgeschirmten Wohnungen sind, sich das System auch resensibilisiert und wenn sie dann wieder rausgehen, dann knallt das umso mehr zu. Okay. Und ich habe viele Leute erlebt, die nach ein paar Jahren Abschirmung so eine E-Smog-Paranoia hatten und am normalen Leben kaum noch teilhaben konnten. Und ich habe großes Verständnis, denn es gibt das reale Phänomen der Elektrosensibilität und das ist übrigens auch kein Krankheitssymptom, das ist eine Stoffwechselveranlagung, die man im 19. Jahrhundert, als Elektrizität neu war, im Medizinstudium thematisiert hat. Da wurde das anerkannt, okay. Elektrosensibilität. Ja, Alexander von Humboldt hat sich dazu geäußert. Und heute wird das gerne so in die Spinnerschublade gesteckt. Genau. Es ist überhaupt nicht zutreffend. Etwa 8% der Bevölkerung haben eine Besonderheit im Hämstoffwechsel, in der Produktion an Hämeiweißen. Und das ist unter natürlichen Lebensbedingungen ein Vorteil, denn diese Menschen spüren zum Beispiel auch Wetterumschwünge früher. Also sie reagieren auf Umweltreize. Und in einer toxischen Umwelt ist es eben etwas, was das Wohlbefinden beeinträchtigt. Aber wenn diese Leute sich abschirmen, dann wird es nicht wirklich besser auf Dauer. Das andere, was es dann häufig gibt, das sind Hersteller, die haben ein Verständnis von Lebensenergie, die kennen Wasserbelebung, die kennen Schauberger, Grander, diese ganzen großen Pioniere, die uns gezeigt haben, dass Wasser Träger von Informationen, von Energie ist und nicht nur H2O. Die kennen sich aus vielleicht mit Feng Shui und mit Energie von Räumen und mit feinstofflichen Heilverfahren. Und sie wollen diese Prinzipien übertragen in Produkte, die vor Elektrosmog schützen. Und das funktioniert leider nicht. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn ich Kristalle habe, wenn ich geometrische Symbole habe wie die Blume des Lebens, wenn ich also irgendwas habe, Essenzen, Heilwasser aus dem Ganges oder aus Lourdes oder aus irgendeiner besonderen Quelle, wenn ich also irgendwas habe, was harmonische Energiefelder bereitstellt, dann kann ich damit wunderbar Wasser energetisieren. Dann kann ich meinem Körper damit was Gutes tun. Weil mein Körper und Wasser aus sich selber heraus nach Ordnung, nach Harmonie streben. Während wir hier sprechen,
reparieren sich unsere Körper die ganze Zeit. Mhm. Unsere Selbstheilungskräfte sind dauernd aktiv und die nehmen dankbar Anregungen auf. Ich kann ja auch mit Homöopathie richtig ausgewählt Selbstheilungskräfte in meinem Körper enorm ankurbeln. Aber ich kann mit Homöopathie nicht mein kaputtes Auto reparieren, weil es keine Selbstheilungskräfte hat. Es weiß auch nicht, dass es kaputt ist. Und das Gleiche gilt für meinen WLAN-Router und mein Handy. Harmonische Frequenzen wirken dort nicht, weil ein technisches Gerät nichts hat, um sich in harmonische Frequenzen irgendwie durch Entrainment, durch Resonanz einzuschwingen. Es haut nicht hin. Klasse Logik, ja, so ist es. Ja. Ja. Und was dann solche Produkte manchmal bewirken, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel Anhänger trägt, von denen gesagt wird, ja, die schützen vor Elektrosmog oder Armbänder, dass sie eine reale Wirkung auf den Körper haben, weil da ja oft irgendwelche Wirkungsprinzipien verbaut werden, die wirksam sind auf lebendige Systeme, nur sie schützen eben nicht vor Elektrosmog. Und die Wirkung auf einen lebendigen Körper, die nutze ich halt auch irgendwann ab. Das ist ja auch wie mit Homöopathie. Ich nehme ja nicht ein homöopathisches Mittel mein Leben lang, sondern das regt etwas an, einen Prozess, und den hat der Körper dann irgendwann auch durchlaufen. Und so ist es ja auch mit anderen Dingen, die auf der feinstofflichen Ebene den Körper stärken oder harmonisieren. Die wirken eine Weile, aber irgendwann ist das meine neue Homöostase, mein neues Level, was ich habe, und dann wird es eben auch nicht mehr. Und aus diesen Gründen, weil ich das gesehen habe und weil ich dann in wirklich stringenten Tests, wenn man das mal wirklich konsequent überprüft, schützen die Sachen wirklich vor Elektrosmog. Das kann man zum Beispiel sehr gut testen mit stark elektrosensiblen Menschen, denn bei denen wirken halt diese Dinge nicht. Mhm. Ja? Oder eben auch durch placebo-kontrollierte Untersuchungen an Stressparametern. Was passiert denn, wenn man jemandem ein Handy ans Ohr hält, 15 Minuten lang? Und wenn man das untersucht, sieht man, ja, der Cortisolspiegel steigt dramatisch, die Herzrhythmusvariabilität verschlechtert sich. Ne? Oder wenn man gute Blutuntersuchungen macht, seriöse Blutuntersuchungen, ist auch nicht immer alles seriös, was in dem Bereich gemacht wird. Aber wenn man das wirklich ernsthaft erforscht, dann sieht man, okay, diese Dinge, diese Wirkungsprinzipien kann ich schützen. Also bin ich darauf gekommen, dass es ein anderes Wirkungsprinzip gibt, und das muss ich kurz mit ein bisschen Physik erklären. Alle elektromagnetischen Wellen und alle Teilchen existieren nicht kontinuierlich, sondern sie existieren und dann gibt es genauso lang eine Pause. Das war die große Entdeckung von Max Planck. Das Planck'sche Zeitintervall oder Zeitquantum ist die kleinste Zeiteinheit, in der, wie er sagte, die physikalischen Gesetze wirken, also in der Teilchen und Wellen das sind, was wir unter ihnen verstehen. Und sie sind da genauso lange einfach weg. Da gelten keine physikalischen Gesetze, da ist scheinbar nichts. Eine Darstellung, die man in der Physik hört, ist, Teilchen und Wellen gehen zurück in eine Art pures Potenzial, Nullpunktenergie, David Bohm nennt es die implikate Ordnung. Also sie sind in einer Art Zustand, bevor sie dann wieder ihre Form annehmen. Das passiert ständig, das passiert mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Es wird gesagt, dass das Planck'sche Zeitintervall 5,39 mal 10 hoch 44 mal pro Sekunde stattfindet. Das ist also eine Zahl, die kann man sich gar nicht vorstellen, die kann man nur berechnen. Auf jeden Fall gibt es diese Diskontinuität auch in allen elektromagnetischen Wellen. So, und nun gibt es ja zeitgleich und raumgleich mit unserem physikalischen Universum, was wir kennen, auch das, was die Astrophysiker dunkle Energie nennen, von der man nach heutigem wissenschaftlichen Kenntnisstand davon ausgeht, dass es im Grunde sowas ist wie die Grundlage für unser physikalisches Universum. Und es ist eben auch ein Energiephänomen, das ein unbegrenztes Potenzial hat, Dinge aus unserem Universum aufzulesen und zu erneuern, wie schwarze Löcher, die ganze Sterne verschlucken können und neue Sterne dadurch ermöglichen. Eine Galaxie ohne schwarze Löcher stirbt aus, weil sie keine neuen Sterne bildet. Also das gibt mal so einen Hinweis auf das Transformationspotenzial dunkler Energie. Ich habe einen Weg gefunden, wie es möglich ist, in diesen Planck'schen Zeitintervallen, in den Pausen von der Existenz als Welle und Teilchen, eine elektromagnetische Welle in eine Wirkungsberührung mit dunkler Energie zu bringen. Dunkle Energie ist sowieso präsent. Aber sie wirkt nicht einfach so auf uns ein oder auf die Welt, in der wir leben.
Und durch diese Brücke, die dunkle Energie wirksam macht, passiert nun Folgendes. Wir haben ein Handy und das strahlt. Und das strahlt so, dass wenn man es 15 Minuten am Ohr hat, der Cortisolwert steigt und die Herzfunktion massiv leidet, die Stressparameter hochgehen. Und diese Wellen werden nun in der Pause, in dem Planck'schen Zeitintervall, mit dunkler Energie in Berührung gebracht, kommen von dort zurück als elektromagnetische Welle. Das Handy funktioniert immer noch, das Signal ist da. Aber nun verhalten sie sich lebenskonform und sie stärken einen Organismus. Das heißt, die Stressparameter, die durch das Handy schlechter werden, werden nun sogar besser. Wenn wir also eine Person nehmen und die sitzt einfach nur und wir messen die Stressparameter. Und dann halten wir ein Handy an den Kopf mit dieser Technologie. Dann ist diese Person 15 Minuten später entspannter. Die HRV, die Herzrhythmusvariabilität, verbessert sich und der Cortisolspiegel sinkt. Und das ist das Transformationspotenzial, was nach meinem besten Wissensstand nur dunkle Energie hat. Ich kenne kein Wirkungsprinzip im physikalischen Universum, was das könnte. Und hierfür müssen wir eben nicht uns abschirmen. Wir müssen auch nicht den WLAN-Router dann in Aluminium einpacken oder ständig das Handy ausmachen oder diese Dinge. Wenn ich mein Handy bei mir trage mit dieser Technologie, dann hat meine Gesundheit einen positiven Effekt. Und das Elegante daran ist, je stärker der Schadfaktor der Strahlung, umso stärker die reziproke positive Wirkung. Das heißt, diese Technologie wirkt bei einem 4G-Handy so, dass das Handy eine gute Wirkung auf den Körper hat, aber bei einem 5G-Handy wird die positive Wirkung stärker. Okay. Mhm. Ja. Wie ist das zu verstehen? Ist das dann in Form? Also wie bringe ich jetzt diese Technologie in meinen Alltag rein? Wie ist das zu verstehen? Ja. Also ich nenne das Ganze mit meinem Team zusammen, wir nennen das Blackstone Protection. Und wie der Name Stone vielleicht schon andeutet, wir haben da ein schwarzes Mineral, das inzwischen eine gewisse Bekanntheit hat, das es schon gibt. Er kommt aus dem Gebiet in Karelien, da so im russisch-finnischen Bereich. In dieser Gegend gehört er früher zu Finnland, heute zum großen Teil zu Russland. Und das ist ein Mineral, was ein paar Besonderheiten hat. Unter anderem enthält es eine Kohlenstoffstruktur, die einzige uns bekannte ist, die ein sogenanntes perfektes Vektorgleichgewicht hat. Das bedeutet, der Druck in einem solchen Molekül, in einer solchen molekularen Anordnung, ist in alle Richtungen perfekt ausgewogen gleich. Offensichtlich ist es so, dass dieses Vektorgleichgewicht eine besondere physikalische Eigenschaft ist, schon gut ermöglicht, nämlich, dass er schon von Natur aus einen gewissen Zugang zu dunkler Energie hat. Nun habe ich das untersucht und festgestellt, bei dem, was wir heute an Elektrosmog haben, bräuchten wir eine Menge an Shungit, die wäre unrealistisch, um uns wirklich schützen zu können. Ich müsste also mein Handy mit 500 Gramm Shungit versehen. Das haut nicht hin. Und wir können ja auch nicht in Ritterrüstungen aus Shungit rumlaufen. Vor 40 Jahren hätte das noch gereicht mit der normalen Haushaltselektrizität, aber im Mobilfunkzeitalter reicht es nicht mehr. Nun habe ich vor 14 Jahren ein Verfahren entwickelt, das auf Skalarwellentechnologie beruht, das die Eigenschaft hat, wenn man Substanzen diesem Verfahren aussetzt, einem bestimmten Energiefeld für einige Zeit, dann werden die Eigenschaften, die die Substanz bereit hat, massiv verstärkt. Ursprünglich habe ich das für Kräuter entwickelt, die dann einfach wirksamer werden, wenn ich jetzt Kurkuma habe und es hat antientzündliche Wirkung, bin ich und erziehe es diesem biophysikalischen Optimierungsverfahren oder Energetisierungsverfahren, dann wird dieser Effekt des Kurkuma noch stärker. Shungit eignet sich nun für eine Verstärkung durch ein solches physikalisches Verfahren nochmal besonders gut. Das heißt, wenn wir jetzt Blackstone-Produkte haben, dann ist es vom Material her Shungit. Durch dieses Optimierungsverfahren ist er aber um ein Vielfaches stärker als einfach nur Shungit so. Und es gibt dann die Möglichkeit, den in verschiedene Formen zu bringen für verschiedene Anwendungen. Und von der Basis, das Wichtigste her, ist sicherlich, dass man erst einmal die stärksten Strahlenquellen versieht mit solchen Chips. Die haben dann also zum Beispiel
ja, so eine Größe. Das ist jetzt hier so ein 5-Zentimeter-Chip. Auf einer Seite ist eine Klebefläche. Und ein so ein Ding aufs Handy, ein so ein Ding auf dem WLAN-Router, ein so ein Ding auf dem PC. Ja, so ein Brickstone-Chip. Das ist erstmal eine Basis, dass man sagen kann, von den stärksten Strahlenquellen zu Hause hat man dann erst einmal Ruhe, je nachdem, was man vielleicht noch hat, falls man DCT-Telefone hat oder Smart Meter. Das sind natürlich auch sehr, sehr starke Quellen. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich an ein Elektrogerät direkt rankomme, dass ich also direkt einen Chip platzieren kann, dann ist das optimal. Dann ist diese Strahlenquelle ab dort etwas, was positiv auf den Körper wirkt. Mhm. Nun gibt es natürlich auch diffuse Elektrosmog-Belastungen, die kommen von überall her, die kommen von Satelliten, die kommen von irgendwelchen Handymasten sonst wo, die kommen von WLAN-Routern von den nächsten 5 Nachbarn. Oder eben auch, wenn ich unterwegs bin in der Welt und da gibt es dann verschiedene Produkte von Schuheinlegesohlen und einem Anhänger, die in Kombination sehr gut sind. Es gibt Platten für Elektroautos, die man an den Türen anbringt. Wir haben mit einem Stressforschungsinstitut in Freiburg Untersuchungen machen lassen, die eben auch ergeben haben, dass die Elektrosmogbelastung in E-Autos extrem ist, laut baubiologischen Kriterien so, dass man die eigentlich nicht betreten sollte. Und da hat sich dann gezeigt, dass also 4 solche Platten, Blackstone Protection Platten, an den Türen angebracht, nicht nur komplett schützen, sondern es ist wiederum der Effekt, wenn man dann mit dem Elektroauto fährt, verbessern sich die Stresswerte. Während sie ansonsten in einer 30-minütigen Fahrt dramatisch schlechter werden. Also Beifahrer im Elektroauto zu sein, Elektrosmog-Auto hätte ich jetzt fast gesagt, aber es wäre nicht so falsch, erhöht den Cortisolspiegel um 70%. Das ist dramatisch viel. Ja. 70% ist richtig, richtig schlimm an Stress. Ja, also es gibt eine Vielfalt von Produkten und die Empfehlung wäre, sich das mal in Ruhe anzugucken und jetzt nicht zu glauben, man braucht das gleich alles. Mhm. Am besten guckt man sich an, wie ist die eigene Lebenssituation, was sind die allerstärksten Belastungen, die ich habe, und geht dann sukzessive, je nachdem, was ist gerade besonders wichtig, was passt zum eigenen Budget, was geht, und jede Entlastung bringt richtig was. Na, und ich würde da also vorgehen nach dem Motto, okay, ich mache immer das Optimum, was geht. Und jeder Schritt, den ich mache, der ist sehr, sehr gut für meine Gesundheit. Und wenn ich mir vielleicht dann noch zusätzlich was leisten kann oder es ist ja, stressfrei möglich, wunderbar, dann habe ich noch was obendrauf. Aber jeden Schritt, den man unternehmen kann. Jeder dieser Schritte lohnt sich. Und alleine mal mit den stärksten Strahlenquellen anfangen, das lohnt sich immens. Und das ist so eine Erleichterung. Ich habe also in meinem Klientel diverse stark elektrosmog-sensible Menschen. Für die war zum Beispiel das Handy immer etwas, was sie sehr belastet hat, wo sie Kopfschmerzen hatten nach kurzer Zeit, wo sie sich ausgelaugt gefühlt haben oder überdreht und all diese Dinge. Und das ist einfach weg heute. Wow. Die haben diese Symptome nicht mehr. Und was sehr interessant ist von der Ilan Stefani, die auch eine recht bekannte Körperforscherin und Lehrerin für viele Bereiche ist, die mit Gesundheit und Lebensenergie zu tun haben. Sie sagte, sie brauchte dann mit dem Blackstone Chip eine Disziplin, um sich nicht so lange am Handy aufzuhalten, die sie vorher nie brauchte, weil sie es gespürt hat. Ja. Na, das war von vornherein so, Digital Detox und so. Das müssen Elektrosensible gar nicht sich vornehmen. Die machen ihren Detox. Und natürlich ist die Neutralisierung von Elektrosmog kein Freibrief dafür, jetzt endlos an digitalen Geräten rumzuhängen. Es hat andere ungünstige Wirkungen, zu viel in digitalen Welten unterwegs zu sein. Und deswegen, na? Ja, klasse. Soll das bitte auch erwähnt sein an dieser Stelle. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, auch sehr gerne hier in der Firma natürlich und auch mal die Feedbacks von den Mitarbeitern einsammeln, weil das natürlich auch ein Riesenthema ist, was ich mir schon lange angucke, aber bisher auch immer wirklich nicht so ein stimmiges, intuitives Gefühl hatte zu den Dingen, die es bisher gab, so haben sie es ja am Anfang auch beschrieben. Von daher bin ich super gespannt, ja, und werde es auf jeden Fall ausprobieren. Eine Frage jetzt noch zum Thema, das ist ja auch das Thema, wo wir mit uns hauptsächlich beschäftigen, das sind ja im Prinzip Mikronährstoffe, Vitalstoffe im weitesten Sinne. Also ich habe schon, ich glaube, ich kenne auch schon die Antwort aufgrund des Gesprächs jetzt. Ne? Meine Ursprungsfrage war, gibt es da Dinge, die Sie empfehlen können zum Schutz vor Elektrosmog? Aber ich glaube, ich
vermute die Antwort, dass es wahrscheinlich eher darauf hinausläuft, weniger zum Schutz und dann mehr zur Reparatur dann vielleicht. Ja, also Reparatur, selbstverständlich, da ist natürlich sehr viel heutzutage wichtig und notwendig und eben auch zum Wiederauffüllen der verbrauchten Kapazitäten. Dieser Effekt, den ich vorhin beschrieben habe, dass die Ionenkanäle der Zellen sich durch Elektrosmog öffnen und dass wir dadurch diese extreme Belastung an intrazellulären freien Radikalen haben, also Peroxynitrit und Superoxid, ja, die beiden schlimmsten freien Radikale, die durch den körpereigenen Stoffwechsel entstehen, müssen natürlich kompensiert werden durch die stärksten körpereigenen Antioxidantien. Und das sind im Wachzustand NAD, dieses Königsenzym der Zelle, und im Schlaf Melatonin. Und NAD ist ja eigentlich für andere Dinge wichtig, für meine Mitochondrienfunktion, für die Aktivierung der PARP-Enzyme, die eigentlich meine DNA reparieren sollen, für die Aktivierung der Sirtuine, die meine Zellmembranen reparieren sollen. Wenn ich nun aber meine NAD dafür verbrauche, ja, dann steht es nicht so gut um die Mitochondrienfunktion, um die Zellmembranreparatur, um die DNA-Reparatur, um die Telomere. Und Melatonin ist ja auch eine Substanz, die brauchen wir für vieles. Die brauchen wir für körperliche Reparatur, Gewebsregeneration. Und ein Teil Melatonin sollte am Morgen umgewandelt werden in Pinolin. Das ist dieser Stimmungsaufheller, der uns mit guter Laune bereit für den Tag aufwachen lässt. Und wenn man das nicht so kennt und das Morgengrauen eher so assoziiert mit dem Grauen, weil man aufstehen muss, dann hat man wahrscheinlich zu wenig Pinolin. Und das kann was damit zu tun haben, dass man sein Melatonin verbraucht. Zum Beispiel, um Elektrosmog-Schäden zu reparieren. Und deswegen haben ja Menschen heute auch noch zusätzlich zu den ganzen chemischen Umweltbelastungen, die ja auch mehr Mikronährstoffe verbrauchen, oft diese große zelluläre Erschöpfung. Und da ist heutzutage meiner Ansicht nach Mikronährstoffsupplementation mal grundsätzlich notwendig, wenn man gesund leben will. Es ist ein nicht realistischer Idealismus zu sagen, ja, man ernährt sich gesund und von hochwertigen Lebensmitteln und dann ist gut. In einer gesunden Welt wäre das der Fall. Genau. In einer toxischen Welt ist das einfach nicht der Fall. Da muss man realistisch sein. Genau. Nun gibt es unglaublich viel, was man an hochwertigen Mikronährstoffen einnehmen kann. Und natürlich kann man unmöglich alles nehmen. Wie auswählen? Das ist eine gute Frage. Und hier würde ich einfach empfehlen, dass man sich Wirkungsbeschreibung von Mikronährstoffen anschaut, durchliest und reflektiert in Bezug auf den eigenen Körper. Und ich würde hier auch dafür plädieren, auch wenn man jetzt sagt, aber ich bin kein Experte, dass wir zur Kenntnis nehmen, diese unfassbare Lebensintelligenz, die uns leben lässt, die wirkt ja bereits, die haben wir ja alle. Gesundheit ist ja jetzt nicht eine wissenschaftliche Disziplin wie vorderasiatische Altertumskunde oder höhere Mathematik, die man nun wirklich lernen muss, weil man das nicht in sich trägt. Leben tragen wir in uns. Das heißt, wir haben auch eine immense Weisheit dazu. Und es ist ganz gut möglich, und wenn man das schult, immer besser, dass man, wenn man Informationen bekommt und gute Informationen sich durchliest oder anhört zu bestimmten, sagen wir mal, Mikronährstoffen, Nahrungssupplementen, dass man eben auch mit der Resonanz, wo passt das zu mir, was hat das mit den Bedürfnissen meines Körpers zu tun, dass man dann auch schon mal so eine Auswahl treffen kann. Ansonsten kann es passieren, dass jede Woche ein neuer Trend durchs Internet geht und am Ende glaubt man, man muss sein Monatsgehalt für Nahrungsmittelsupplemente ausgeben. Also dieses körpereigene Gefühl, diese körpereigene Intuition zu schulen und darauf zu hören, kann auch ein ganz gutes Auswahlkriterium sein. Sicherlich gibt es eine ganze Menge Dinge wie eine gute Mineralstoff-Spurenelementversorgung. Das ist mal allgemein ausgesprochen sinnvoll. Ich hätte noch eine Idee, darf ich kurz reinhaken? Ja. Weil sie ja sagt, ne, dieser ganz oxidative Stress, der durch erzeugt wird, kam mir natürlich gleich Antioxidantien in den Sinn. Dass Richtig. Man damit noch gegenarbeitet. Ne? Ja, und welche zum Beispiel? Also wie wählt man die aus? Mhm. Und hier gibt es ja auch Unterschiede in der Art, wie und wo Antioxidantien wirken. Und man muss sich dann auch manchmal angucken,
Was hat dazu geführt, dass bestimmte Substanzen als besonders wertvoll eingestuft worden sind? Ich nehme mal Kurkuma als Beispiel. Das ist ja seit vielen Jahren jetzt sehr populär. Und wenn man mal die Forschung, die zu dieser Popularisierung von Kurkuma geführt hat, anschaut, dann sieht man, dass da mit hohen Dosierungen, 3 Gramm pro Tag, sehr erfolgreich gearbeitet wurde bei Männern, die zum großen Teil übergewichtig waren, die alle regelmäßig Fleisch gegessen haben und die deswegen unter anderem sehr hohe Ferritinwerte hatten, also die Speicherform von Eisen. Und Kurkuma hat nicht nur die bekannten Wirkungen, die man ihm nachsagt, es reduziert eben auch Eisen im Körper. Und für viele Männer, die keine Vegetarier sind, ist das sehr gut. Denn Eisen ist zwar ein essentieller Nährstoff, aber wirklich tödlich in zu großen Mengen. Kein anderer Blutwert korreliert so mit dem Sterblichkeitsrisiko wie Ferritin. Und wenn jetzt die vegetarisch lebende Frau, die vielleicht einen Ferritinwert von 25 hat, hochdosiert Kurkuma nimmt, dann kommt die damit durchaus in Eisenmangel. Ja? Und solche Dinge sind eben auch manchmal gut zu differenzieren. Und deswegen würde ich sagen, es ist gut, wenn man sich an Hersteller wendet, die auch ein bisschen Hintergrundinformationen bieten, wo man ein bisschen was verstehen kann. Es lohnt sich. Es geht um unseren Körper, es geht um unsere Gesundheit. Das ist ein wichtiges Thema. Es lohnt sich, sich ein bisschen mit dem Background zu beschäftigen. Da muss man kein Naturwissenschaftler sein. Es gibt ja gute Informationen, die verständlich angeboten wird. Und Antioxidantien sind definitiv ein ganz wichtiges Thema für Menschen heutzutage, mit diesem freien Radikalstress, den wir haben. Ja. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit des Ausprobierens, wenn ich jetzt sage, mich entscheide für OPCs oder ich entscheide mich für Tocotrienole, alles Antioxidantien, oder ein gemischtes Produkt mit verschiedenen. Und ich nehme es 3 Monate und ich schaue über 3 Monate hinweg. Wie geht es mir, was macht es mir, wenn ich jetzt mal auf dem Schirm habe, was waren sonst noch für Veränderungen im Leben oder andere Faktoren vielleicht in meiner Lebensweise, die es natürlich auch beeinflussen. Ja. Insofern würde ich sagen, nehmen wir uns ein bisschen Zeit, in diesem Thema zu schauen, von diesen vielen, vielen wertvollen Dingen, die angeboten werden. Wo finde ich eine gute Auswahl, die für mich persönlich passt? Gibt es vielleicht auch Beratungen, wo mich jemand beraten kann? Leute, die in diesen Bereichen erfahren sind? Gibt es eventuell die eine oder andere Untersuchung, die sinnvoll ist? Also zum Beispiel macht es für mich Sinn, dass man seinen MMA-Wert kennt im Urin, wo man sehen kann, ob man bei Vitamin B12 supplementieren sollte, denn dort haben sehr viele Menschen, etwa 73% der Bevölkerung, tatsächlich einen Mangel. Vitamin B12 ist ein kompliziertes Molekül, es ist nicht leicht aus der Nahrung zu resorbieren. Also manche Dinge sind ja auch durch manche Untersuchungen zu eruieren. Ja. Aber ganz grundsätzlich, auch um sich von diesem Jahre bis Jahrzehnte währenden Stress, den wir durch Elektrosmog haben, wieder zu erholen, brauchen wir zusätzliche Mikronährstoffe, das ist völlig klar. Klasse, also ich bin da voll bei Ihnen und auch da rennen Sie offene Türen bei mir ein und Sie sagen auch als Hersteller auch die Verantwortung darüber zu tragen, dass man eben auch über diese Sachverhalte, wie Sie es jetzt zum Beispiel angesprochen haben, auch Bescheid weiß, weil das ist mir natürlich auch ein persönliches Anliegen, weil es oftmals auch da draußen, also will jetzt da niemand schlecht machen, aber es gibt einfach Firmen, da geht es dann wirklich nur ums Geld verdienen und da wollen wir uns auch ganz klar differenzieren einfach, dass man eben auch wirklich die sinnvollen Präparate kombiniert und auch anbietet mit entsprechenden Informationen, soweit es natürlich auch die gesetzliche Lage zulässt. Ne? Ja, das ist natürlich das ein anderes Problem. Genau, das ist so ein Punkt, das muss man natürlich auch wissen in Deutschland, dass Hersteller in Bezug auf das, was sie auf ein Etikett schreiben dürfen oder in Flyer oder auf ihre Website natürlich sehr eingeschränkt sind. Aber ich würde Hersteller einfach, ich sag mal, dadurch testen, dass man dann nachfragt, und je nachdem, was sie dann einfach anbieten können, also wenn man den Eindruck hat, okay, die wissen wirklich Bescheid, die wissen, wovon sie reden, Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, wenn man solche Sachen anfragt, ja, wie ist es zum Beispiel mit Schadstoffwerten? Ja, das ist ja auch nicht ohne. Also ich nehme mal sowas wie Moringa, ist an sich eine großartige Substanz, aber ist salmonellenanfällig. Das muss man sagen. Es gab ja auch schon Rückrufaktionen wegen salmonellenbelasteten Moringa. Wenn ich jetzt ein Moringa-Produkt kaufen will, würde mir der Hersteller
wenn ich da frage, eine Untersuchung zukommen lassen in Bezug auf eine Prüfung, ja, dass das von einem toxikologischen Institut geprüft wurde, ob die da auf der sauberen Seite sind mit Salmonellen. So. Oder mit Aflatoxinen und so weiter, ja, alle möglichen Parameter. Ne? Oder wenn man sich nicht ganz sicher ist, manchmal gibt es ja auch bei Mineralstoffprodukten irgendwelche Schwermetallpotenziellen Probleme zumindest. Gibt mir ein Hersteller freiwillig von sich aus solche Untersuchungsergebnisse. Das sollte ein Hersteller machen. Ne? Ja. Und solche Dinge kann man ja rausfinden. Genau. Ja. Genau, ja, genau. Also und dann eben, also da, darauf, das haben Sie auch gesagt, ne, die eigene Intuition auch noch zu stärken. Ne? Ich bin immer so eine, ein Fan von so einer Kombination. Ne? Einmal natürlich auch solche Dinge zu tun, auch zu schauen, gibt es da vielleicht, gibt es überhaupt eine Hotline? Ja? Kann man überhaupt noch anrufen? Ist bei fast niemand mehr auch der Fall. Also eben diese Dinge zu kombinieren, um dann am Schluss auch eine gute Entscheidung für sich zu treffen. Da bin ich voll bei Ihnen. Ich hätte jetzt, also vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich hätte jetzt zum Schluss auch noch ein paar Fragen aus der Community. Sehr gerne. Ich sehe auch schon, dass da einige schon, haben sich schon wahrscheinlich den Großteil sogar beantwortet. Da würde ich dann auch schnell drüber hinweggehen. Ansonsten würde ich sagen, einfach so ein Quick and Dirty. Ne? Da war die erste Frage, was tun in Mietwohnungen? Eigenes WLAN abstellen nützt nichts. Es gibt ja noch 10 andere. Ne? Aber da hatten Sie ja schon die Antwort gegeben. Ich glaube, das können wir abkürzen an der Stelle. Ja, es gibt sehr schöne Möglichkeiten, auch die eigene Wohnung Elektrosmog sicher zu machen. Es gibt also auch Blackstone-Produkte für die Wohnung, die einfach diesen von überall her strahlenden Elektrosmog abfangen und dann eben was Positives umwandeln. Und nicht zu unterschätzen ist auch der Faktor, der WLAN-Router ist nun mal am stärksten in der unmittelbaren Nähe. Pro Meter nimmt Strahlung um die Hälfte ab. Okay. Und auch wenn ich was, ich empfange ja auch ein WLAN vom Nachbarn, dessen Haus aber 15 Meter entfernt ist, das ist dann halt schon mal dramatisch viel weniger als mein WLAN-Router im eigenen Haus. Wenn ich den entstört habe, ist das auch schon sehr viel wert. Wir brauchen nicht Perfektion. Unser Körper ist ja resilient. Unsere Selbstheilungskräfte sind immens. Wenn wir das Stärkste neutralisieren und sogar in was Positives umwandeln in unserem Haus, und wir haben allgemeinen Schutz, weil wir eben auch Räume schützen können. Da gibt es Kugeln und Pyramiden für ganze Räume. Ja, dann ist das enorm, was das für eine Verbesserung der Lebensqualität bewirken kann. Klasse, okay. Zweite Frage, gibt es überhaupt noch Orte ohne Elektrosmog? Nein, gibt es nicht. Selbst wenn es Orte gibt, selbst wenn es Orte gibt ohne Handyempfang. Und zwar einfach deswegen, weil seit Einführung der elektrischen Stromleitung das gesamte Erdfeld durchzogen ist von Strömen, die sich auch auf der ganzen Erde verbreiten. Und das ist etwas, was Geologen kennen. Die haben nämlich das Problem, dass es für sie zunehmend schwierig ist, elektromagnetische Signale der Erde zu messen, weil das derart überlagert ist überall. Ja, von technisch erzeugten elektromagnetischen Wellen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass ja in Vorbereitung auf 5G, weil das ja nicht nur durch die Sender am Boden funktionieren kann, es ja dieses weltumspannende Netz von Satelliten gibt, die einfach das gesamte Erdfeld, die gesamte Erdatmosphäre durchziehen mit einem Wellenmeer. Und insofern gibt es keine Orte ohne Elektrosmog. Und selbst wenn man sich jetzt in irgendeine Höhle verkriechen würde und sich da mit Bleiplatten abschirmen würde, es gibt einen Skalarwellenanteil und der geht sowieso durch alles durch. Den kann man überhaupt nicht abschirmen. Und ein interessantes Experiment, was der Professor Meil, einer der bekannten Skalarwellenforscher, dazu ja mal vorschlägt, wenn man nicht glaubt, dass es sowas gibt, ja, Skalarwellen. Man nehme ein Handy und lege es in einen Mikrowellenherd und macht die Tür zu. Die Handystrahlung wird vom Mikrowellenherd blockiert, denn ein 4G-Handy und ein Mikrowellenherd arbeiten beide bei 2,5 Gigahertz und natürlich schließt so eine Tür das ab, ansonsten wären wir ja tot, wenn ein Mikrowellenherd angeschaltet wäre. Trotzdem wird, wenn man das Ding anruft, in mehr als der Hälfte der Fälle das Handy klingeln. Das ist der Skalarwellenanteil. Der geht auch durch einen Mikrowellenherd. Und insofern ist diese Flucht ins letzte Funkloch in den Schwarzwald oder irgendwohin, wo es keinen Elektrosmog gibt, utopisch. Es gibt ihn überall. Mhm. Und es ist günstig, wenn wir ihn umwandeln. Sie hatten es ja auch schon gesagt, ne? Ich meine, man muss ja auch noch irgendwo ein bisschen realistisch sein und ich denke nicht, dass die meisten komplett aufs gesellschaftliche Leben verzichten wollen. Von daher braucht man ja eine praktikable Lösung irgendwo. Ja.
Dann die nächste Frage. Das normale Festnetztelefon soll schlimmer sein als WLAN. Stimmt das? Nein, an sich nicht. DECT-Telefone, DECT-Sendestationen sind natürlich sehr starke Strahlenquellen. Aber wenn ich jetzt einfach ein Festnetztelefon habe und ich habe ein normales Schnurtelefon, dann ist das Einzige, was man heutzutage sagen kann, auf alle elektrisch leitfähigen Materialien können sich Hochfrequenzen aufladen. Ja. Also es kann sein, dass ich irgendwas habe, was jetzt an sich keine große Elektrosmogbelastung darstellen würde und seien es metallische Bettrahmen oder irgendwas, aber durch die Omnipräsenz von Hochfrequenz können das dann wiederum kleine Strahlenquellen werden. Nur die Telefonleitung an sich, das, was da an eigener Elektromagnetik abgestrahlt wird, ist in Bezug auf die Intensität, die Wirkung auf den biologischen Organismus weit hinter dem, was WLAN oder Mobilfunk ausmacht. Okay, okay. Und ansonsten würde er auch, wie haben Sie es genannt? Blackstone Protection. Blackstone Protection würde funktionieren? Würde funktionieren, sehe ich jetzt allerdings. Also es ist an meinem, ich habe ein Schnurtelefon, da habe ich jetzt auch keinen Chip drauf, weil ich das nicht als so dramatisch ansehe. Okay, okay. Nächste Frage, ist geschäftliches Bluetooth-Headset im Einsatz, verteilt über den Tag? Ist das schlimm? Haben Sie Tipps? Also ein Bluetooth ist eine relativ starke Elektrosmog-Quelle und diese Vorstellung, naja, dadurch ist es irgendwie zum Beispiel auch besser, wenn man das Handy weiter weghalten kann vom Körper, das ist äußerst fraglich. Insofern würde ich hier auf einem Bluetooth so einen kleinen Chip platzieren. Es gibt von Blackstone halt diese großen, die sind halt fürs Handy geeignet oder für den PC. Es gibt aber auch kleine, die sind dann für kleinere Geräte. Und auch hier ist es so, dadurch, dass ich an das Gerät direkt rankomme, habe ich halt auch mit einem sehr kleinen Chip schon einen maximalen Effekt und dann ist das Ding entstört. Das ist gut, das ist auch bei diesen modernen Hörgeräten nicht so schlecht, ne, die ja als so eine Art Kombigerät dann gleich auch als Handy benutzt werden können, ne, wo die Leute über Hörgerät telefonieren und all das. Das sind schon relativ starke Quellen und ja, das wäre gut, die zu entstören. Gerade auch wegen dieser direkten Nähe hier zum Gehirn und mehr. Ja, okay. Was halten Sie von Orgoniten, wäre die letzte Frage. Orgonite sind großartige Energiespender für Räume und für menschliche Körper. Also die direkte Wirkung auf Lebensumfelder und lebendige Organismen ist sehr, sehr gut. Und dafür sind sie hervorragend. Der eine Punkt, den Sie nicht leisten können, ist eine direkte Einwirkung auf Elektrosmog. Und insofern macht es für mich Sinn, dass wir Elektrosmog neutralisieren und nach meinem bisherigen Kenntnisstand ist Blackstone Protection das eine, was dafür funktioniert. Noch kenne ich nichts anderes, was wirklich auch dafür funktioniert. Und dann andere Dinge zu nutzen, um unseren Räumen wunderbare Lebensenergie zukommen zu lassen. Zimmerpflanzen, Salzkristalllampen, Orgonite, Kristalle, die wir mögen, schönes Holz und so weiter. Das ist eine sehr wertvolle Synergie und da sind Orgonite sehr gut. Also durchaus kombinierbar. Ja, sicherlich. Klasse. Super, wunderbar. Die anderen Fragen haben wir im Laufe des Interviews schon tatsächlich beantwortet, von daher würde ich da jetzt drauf verzichten. Ich habe am Schluss immer noch so eine Signaturfrage und zwar, was bedeutet für Sie Lebenskraft pur? Also nicht wir jetzt als Firma, sondern das Wort oder pure Lebenskraft. Nun, wenn pure Lebenskraft wirkt, dann werde ich es wahrscheinlich nicht einmal wirklich bemerken. Weil, naja, so wie eine Verdauung, wann bemerke ich sie, wenn sie nicht gut funktioniert? Wenn ich mein Essen gegessen habe und alles ist in Ordnung, dann läuft das einfach. Und wenn Lebensenergie, Lebenskraft in ihrer ursprünglichen reinen Form, in ihrem ursprünglichen Design wirkt in meinem Körper, in meinem Geist, dann bin ich vom Leben verzaubert. Dann bin ich voll präsent mit dem, womit sich meine Aufmerksamkeit gerade beschäftigt, weil ich nicht ständig überwachen muss, wie es mir geht. So dass ich sagen würde, die gesündesten Menschen sind auch die, die auf die Frage, wie geht es dir, nicht immer unbedingt gleich eine Antwort haben, weil sie es kaum noch reflektieren.
Ja. Und ich möchte das deswegen auch mal als Anregung mitgeben, weil wir, denke ich, zwei Extreme sehen in der heutigen Welt. Wir sehen, dass es Menschen körperlich und psychisch nicht gut geht im Durchschnitt. Dass Menschen ganz, 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 ganz häufig dieses Erleben haben von, ich schaffe zwar irgendwie meinen Alltag, aber ich bin nicht wirklich lebendig und körperlich und psychisch geht es vielen Menschen nicht gut. Und natürlich fragt man sich, warum. Und natürlich schaut man dann ständig, was stimmt nicht und so weiter. Das mag ja auch notwendig sein für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann ist halt diese Hypervigilanz, dieses dauernde Überwachen auch ein Muster, was nicht mehr gut tut. Und wenn wir Dinge gefunden haben in der Ernährung, in der Lebensweise, in unseren Körperrhythmen, wie wir den Tag beginnen und wie wir ihn beenden, dass wir Zeit in der Natur haben, dass wir Zeit haben auch mal für keinen mentalen Input ohne unser Smartphone und so weiter. Wenn wir uns gut um unsere Lebensenergie kümmern und wenn das nicht mehr eine Disziplin ist, an die wir uns halten, sondern normal geworden ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Lebenskraft pur wieder das Ruder übernimmt. Und auf eine gewisse Art ist es dann nicht mehr so vordergründig präsent. Und das ist ein gutes Zeichen. Klasse Antwort. Hatte ich so auch noch nicht. Ja, ist eine tolle Sichtweise. Ja, Herr Dietrich Opitz, es war mir eine Freude. Herrlich unaufgeregt und rational. Ein wirklich ganz tolles Interview. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn die Leute jetzt mehr über Blackstone-Produkte und so weiter oder über ihre Arbeit oder und ihre Arbeit erfahren möchten, wie können sie sie finden oder erreichen? Ja, meine Homepage unter meinem Namen christian-dietrich-opitz.de. Da sind sehr viele Artikel zu finden zum ganzen Thema Elektrosmog und 5G. Auf der Seite von amrita.de findet man Ausführliches über die konkreten Blackstone Protection Produkte. Und über meine Homepage ist es auch möglich, mir zu schreiben, falls sich weitere Fragen ergeben. Klasse. Herzlichen Dank. Wir blenden auch alles unten in der Infobox ein, dass die Leute auch einfach draufklicken können. Dann ist es auch einfacher. Super. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. Tschüss. Tschüss.